Wir sollten ein Trinkspiel daraus machen, eigentlich. Für jeden Tod was trinken. Für jeden toten Schnaps. Wir wären tot danach. Also ich glaub wirklich auch. Tot. Das sieht wieder so mega danach aus, als könnte man darauf. Warte mal. Warte mal. Warte mal, ich wollte die Scheiße. Scheiße. Good job, Valvory. Good job. Für mich wie bei den scheiß Gummibären. Hier ist alles voll mit komischen, bösen Menschen. Gummibären. Oh, was haben die für geile Waffen? Nein, Nagelpistole oder was auch immer das ist. Ich bin tot. Danke. Bitte. Ha. Geh drauf. Nicht ich. Ist da hinten noch irgendwas? Dreck. Alex hat sie alle am Sack. Ja, ich hab sie alle am Sack. Siehst du, und schon stehe ich wieder in einem Sumpf aus Leichen. So, wer ist nochmal nutzlos? Du? Oh, come on! Ach, Lumi! Oh, ups. Das war ich habe auch wirklich nicht geguckt. Also diesmal ist es nicht deine Schuld, ich geb's zu. Ungern, aber ich geb's zu. Hey Mensch, komm her. Okay. Aua. Das hat richtig wehgetan. So. Oh, Kacke. Was, das hat richtig wehgetan, Alex. Aua! Bin ich tot. Wie sollen wir denn da drin bitte Blitz benutzen? Weil wir können, auch eben haben wir es irgendwie hingekriegt. Ich weiß aber nicht mehr wie. Ja, das geht nur mit meiner nassresistenten Robe. Nee, ich glaube, dass einer von uns. Oh, ich bin schon wieder weg. Nehmt sie statt mir. Ich glaube, dass einer von uns da sich reinstellen muss und da den anderen auch mit Blitzen beschießen muss oder so. Alter, weil, wenn Schwede. Ich jetzt hier draußen stehe und ich beschieße dich mit Blitzen. Warte, stell dich mal da in die Mitte. Lass mich erstmal Leben holen. So. Ja. Siehst du? Wer ist awesome? Ich bin awesome. Hier, Valvoric, ich habe Ihnen eine Falle gestellt. Das kommt aber nicht durch. Jetzt komme ich durch. Warte. Oh, Kacke. Nicht deine komischen Dinger. Fuck. Warte, das Spielschema. Nein. Oh, Kacke. Da war sicher noch ein Achievement. Ah! Naja. Oh, Kacke, was bist du denn für ein Vieh? Hier ist ein. Oh. Ich hab's umgebracht. Ich wusste nicht, wer es ist oder was es ist, aber ich hab's umgebracht. Ich war's. Einfach mal auf Nummer sicher gehen. Nein, du warst es auch. Aber davor habe ich noch den fetten Zauberer mit dem bunten Dings da umgebracht. Nice. Ah. Beinahe habe ich schon wieder in die Bomben reingelaufen. Entschuldigung. Aber ich lerne dazu, ich habe es nicht getan. Oh. Bombenwerfer oder was auch immer. Lumi. Vielleicht habe ich mich von meinen eigenen Bomben umbringen lassen, das wäre echt witzig. Alex, Lumi? Was denn? Oh. Was? Du lebst doch. Ja, jetzt wieder. Achso. Ich habe euch doch wiederbelebt. Was ich sehr nett fand. Okay, jetzt wäre ich tot. Können wir da noch runterlaufen? Kommt's mal. Ey, du weißt, dass die Gegner hier nicht mehr aufhören, ne? Du weißt schon. Ja, okay, außer jetzt. Vorführeffekt. Was bist du denn da unten noch? Jetzt sagst du, da wäre ein Secret oder ja, so. Ja, genau. Ich wusste nicht, wo. Da gibt's ja auch wieder was zum Aktivieren. Das war für die Tür. Achso. Ja. Gut, dass du uns zugehört hast. Schneiden wir das einfach raus und es war nichts passiert. Schneiden wir das einfach, das wird bei mir eine eigene Folge, hallo? In Dauerschleife, ja. Wie überall, wo es verkackt. Hallo. 20 Minuten, ich hatte recht. So. Was kann man mit diesen Fässern da machen? Ich weiß ganz genau, da wer dafür sorgen wird, dass du über 1000 Views kriegst, nämlich du selbst. Ja. Was kann man mit den Fässern da machen? Dann geht, habe ich es 1000 Mal gesehen. Was? Nix wahrscheinlich. Wahrscheinlich nichts kannst du damit machen. Sieht aus wie das Assassin's Creed Logo. Weitergehen! Hallo. Ich hab auch Gefühle. Aber nur ein bisschen. Oh. Ich hab Normalität erreicht. Okay, jetzt müssen wir im nächsten. Ich glaube, das sind immer diese Kapiteldinger, oder? Herbeirufung lebender Toter, Alex. Ich habe eine böse Erinnerung. Oh, fuck. Nee, aber es ist freigeschaltet. Das ist ja nur. Das sind ja irgendwie Challenge Modes oder keine Ahnung was, glaube ich. Ich glaube, das ist eine neue Zauberfähigkeit. Was auch immer hopp oder top ist. Aber wer weiß. Nach einer neuen Waffe oh Gott.
Oh Gott. Scheiß Krabbe im Ladebildschirm. Ich glaube, die haben wir hinter uns. Da hat mein Kill-Counter jetzt noch ein Trauma. Ich glaube, wir hatten in Folge 4 200 Kills, in Folge 5 300 und in Folge 6 400 Kills. In Summe dann. Ich glaube, jetzt sind wir bei 500, locker. Ich glaube, da darf man nicht. Ich hab's noch nicht weitergeschnitten. Ups. Ich hatte noch nicht recht viel Bock auf den Kill-Counter. Ich kann's aber nachvollziehen. Ah, ich hab den Zwerg geschnetzelt. Den Zauberzwerg. Ich will mit meiner blöden Idee einen Kill-Counter zu machen. Das ist sicher lustig, ich mach doch noch einen Kill-Counter. Aber es ist lustig. Es ist lustig, ja. Ja. Das fertige Produkt. Jetzt müsste sowas automatisch geben. Echt? Ja, ne? Warum hat Magica sowas nicht da oben? Ja, vor allem haben die Leute bei Magica 1 teilweise auch geglaubt, dass es ein automatischer Keycounter ist. Echt? Ja. Denke ich mir, ja, hallo, dann mache ich mir die Arbeit und dann fällt es nicht mal auf. Als ich das Spiel noch nicht kannte und bei dir reingeguckt habe, war ich mir da auch nicht ganz sicher, ob man das hinterher macht oder ob man das einstellen kann. Also hast du sehr gut gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, das spricht ja für Qualität dann. Mhm. Oh, Lumi, du hast es diesmal richtig, richtig gut gemacht. Du bist nämlich genau in dem Moment, wo ich die Bomben geworfen habe, bist du zur Seite gegangen. Oh, Kacke! Jetzt bin ich tot. Ja, langsam entwickle ich ein Gespür dafür, wann ich nicht in deiner Gegend sein sollte. Immer. Okay. Yeah! Jetzt drehen wir den Spieß mal um, ne? Jetzt töte ich dich quasi. Ja, wollen wir noch Sightseeing machen, da oder? Da hinten. Nichts. Hab ich mir gedacht. Ich dachte, da kann man irgendwie noch. Da ist also nichts. Okay, ich kann dich auch nicht draufschieben. Nee. Na gut. Aber das sieht echt so aus. Das sieht echt so. Warte mal, Notteleport? Geht das vielleicht? Ich glaube nicht. Oh, warte, ich hab ne Idee. Valvorik, geh mal da weg. Ups. Weil hier ist eine Treppe drunter, aber man kommt irgendwie nicht rauf. Halber Bug. Also dann wohl nicht. Halber Backe, Kacke. Ochi, was ist das denn? Wo kommt denn das jetzt her? Was zum... Irgendjemand von uns hat irgendwas ausgelöst. Vielleicht mit den Säulen? Ich weiß nicht, was ihr meint. Hast du einen Zauber benutzt? Was war das für ein Zauber? Was war das für ein Zauber? Höhenlandbrise? Ja. Was ist das denn bitte? Was hast du denn da für Sachen? Das sind die neuen Zauber, die wir gelernt haben. What the fuck? Oh. Hab ich das gerade gemacht? Männern ist das Wächter. Also das... Das sind diese Skelette, die man beschwören kann. Herbeirufung belebender Tote. 4. Warte mal, und die kann man sicher mit Arkan heilen. Genau. Das sollten wir aber nicht. Machen wir mal. Oh. Na toll. Jetzt ist weg. Meine Freunde sind weg. Oh, das ist ein Wächter, der uns heilt. Wie awesome ist das denn für einen eventuellen Bosskampf oder so? Voll gut. Nice. Super. Wahrscheinlich in Verbindung mit 4 ziemlich kacke. Ja, stimmt, die zerstörst du nämlich dann damit. Aber sehr cool. Ja, ab und an sollten wir uns doch mal erkundigen, was wir noch so können, ne? Ja, ja. Boah, aber die gehen die ganze Zeit runter vom Leben her. Ja klar, damit du die nicht für ewig hast. Damit denn das... Weil wenn wir alle drei diese Beschwörung machen, dann haben wir eine Armee. Okay, lass uns weitergehen, das ist ein Schmetterling, ich will den umbringen. Tut dem Schmetterling nichts! Viel Spaß beim Laufen mit deiner eigenen Scheißbrise. Wir sollten ihn töten, damit wir schneller weiterkommen. Ja, hallo. Oh, Kacke. Wir sollten die töten. Die hindern uns am Weiterkommen. Ah, schmeckt mir eine Safe-Kombination. Ah, also dieses Höhenlandbrise, nicht Höhenlandbrise, dieses Heilendings ist echt praktisch irgendwie. Ja, die Dinger, die man da beschwört, auch. Die lenken schön die Gegner ab. Ja. Aber Achtung, das ist eine Mine, das ist eine Mine. Warte, ich hab eine Idee. Du musst ihn nur noch triggern. Die lösen sich selber aus. So. Oder so. There you go! Warte mal, geht's da rauf? Irgendwo? Warte, da geht's auf die Seite vielleicht? Oh, wir sind in Alfred-Hut! Bevölkerung vor langer Zeit einmal, ich wette, wenn du da weiterkommst irgendwie, dann fällst du irgendwo runter. Aus der Grafik wahrscheinlich. Ich? Nein, du.
Hier ist eine Tür, aber den können wir nicht dran. Okay. Mhm. Oh. Das musste sein. Dann guckt ihr mal, wie ihr. Ich hab dich schon. Achtung! Nein! Warum hab ich dich wiederbelebt? Wozu? Was? Nie wieder. Schnell, schnell, schnell. Wolltest du nur selbst gegeißelt werden? Ja, wahrscheinlich. Oh, da steht er genau neben mir. Ich hab die Mine entschärft, aber ich bin tot. Hallo! Ja, also. Bin tot. Schade, dass man diese Dinge nicht aufheben kann, diese Kanonen da. Wir werden mit so einer Fernkampfwaffe. Das kommt erst mit dem DLC Magicka Vietnam. Warte. Das sieht wieder so mega nach aus, als könnte man da rauf. Warte mal. Entschuldigung, ich wollte die Scheiße. Good job, Valvory, good job. What the F hast du getan? Ich hab das diese hier. Fässer ich hab das hier entfernt, damit ich da durchkomme. Anfang an explodieren. Etwa? Fragezeichen? Ich muss da. Wir müssen da doch. Achso, das glitscht doch die Grafik auch geil. Was ist das? Oh Gott. Entschuldigung. Wir geben nicht auf. Wir wollten euer Auto nicht klauen. Hilfe! Euer Haus nicht klauen. Ja, nice, irgendwas hat's geschnetzelt. Ich wollte gerade sagen. Boah, hab ich einen Bock hier durchzulatschen, ey. Schon gleich wieder welche. Ja. Wir sollten ein Trinkspiel daraus machen, eigentlich. Für jeden Tod was trinken. Für jeden toten Schnaps. Wir wären tot danach. Also, ich glaub auch. Also Komasaufen in der neuen Dimension. Das ist nicht Komasaufen, das ist Todsaufen. Vom Prinzip ist die Idee aber gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte man keinen Schnaps nehmen, sondern Likör oder sowas. Damit man länger durchhält. Ja, machen wir dann ein Special, wo wir uns alle mit Facecam aufnehmen oder so. Damit man sieht, wie schlimm es uns erwischt hat. Apropos schlimm erwischt. Ja. Mir hat's da batzt. Alter, bist du ja wieder. What? Nicht weitergehen. Ich hab schon wieder ein Secret gefunden. Nee, hast nicht. Du weißt noch nicht, wo du durchkommst und wo nicht. Jo, du hast recht. Das gibt's ja nicht. Das kann doch nicht umsonst aufgebaut sein. Aber das gleiche war doch vorhin schon mal da. Ich wollte gerade sagen, das ist recycelte Assets sind das. Also dann kriegen wir wieder Kommentare. Guck doch auf alle Secrets. Also ja, wir geben echt unser Bestes, Achtung, aber. Achtung, Fässer! Oh. Diesmal wo ist die? Das ist noch so ein fetter Kekszauberer. Guck mal, der Kopf sieht irgendwie aus wie Kuchen. Ich weiß auch nicht wieso. Bewacht das Munitionslager. Oh, das ist doch ein Job für uns. Alex, Bombe rein. On my way. Das ist schon wieder so ein irrer Zauberer. Ja, bitte kurz einmal wiederbeleben. Oh, nochmal wieder, Willi, bitte. Achtung, da sind Minen. Die Bombe reinlaufen, Alex. Tot. Immer wieder. Slips. Tot. Tot. Alter, diese Elfen sind der Hammer. Die sind so übel. Die Franzosen, meinst du? Ja. So, der ist tot. Ihr seid tot. Wieso können sich die scheiß Zwerge teleportieren? Irgendwas müssen sie ja können. Ja. Diese Pistole ist so gemein. Ja. So. Was ist denn das hier? Ups. Falsches Tastchen. Nix. Okay. Zauberer. Hier können wir uns noch ein bisschen umgucken. Jürgchen. Gürkchen? Die Kanone hätte ich gern. Achtung, da ist. Ja, stimmt. Munitions. Ja, du kannst es ein bisschen besser als ich. Achtung! Oh, Alter! Obviously! Schöner Bounce. Oh, what? Okay, hier gibt sowas auch nichts mehr, oder? War da schon die ganze Zeit Wasser im Brunnen? Weil eben war da noch keiner da. Nee, Wasser weiß ich nicht. Zumindest nicht aufgefallen. Ich versuche echt wirklich alles
um auf Achievement-Jagd zu gehen, Leute, aber da gibt's nichts. Da ist wieder was aufzuspringen. Oh, ich weiß, wie wir hier weiterkommen. Oh, Lumpe. Mit Feuer. Aber lasst mich erstmal aus dem Weg gehen. Boah, schön. Hätte was. Ich hätte gerne gesehen, wie einer davon explodiert. Natürlich, das wäre ganz fies gewesen. Das wäre ja ganz gemein und hinterhältig und heimtückisch und so. Vlad ist kein Vampir, nein. Gar nicht unser Stil. Sechs Artefakte? Dorffest. Was für Artefakte haben wir denn? Oder ein Zeltlager. Rock am Ring, yeah. Nur ohne Rock. Wieso greifen die uns nicht an? Wir können mit denen reden. Und ohne Ring. Die aber auch den nicht mit allen. Weg. Also ich kann mit gar keinem reden. Ah, jetzt. Oh, das ist neutraler Boden. Das heißt, wenn wir einen angreifen, gibt es was Böses oder was? Feindsäge. Okay. Nee, die wehren sich nicht. Das bedeutet neutral. Ach so. Jetzt sind wir so in der Schweiz, okay. Ich zweifle, dass die Schweiz sich nicht wehren würde. Ja, aber die sind doch neutral, alle Viren über, oder? Sagt er. Ja, du hast recht, die wehren sich nicht. Also das kann Sir nicht sein, Mickey dass es hier... Warte, das kann nicht sein. Hier kann es was geben. Dass es hier gar nichts gibt. Ja, wollte gerade sagen. Aber warte, irgendwie... lass mal zurückgehen. Hallo. Und jetzt? Was ist das? Komm mal hierher, damit der Bildschirm kommt. Rue Camembert, sehr geil. Und Rue Brasserie. Weiß nicht, ob das ein Easter Egg ist, aber finde ich witzig. Nee, hier ist nichts. Max, du magst, wenn Straßen nach Käse benannt sind, ne? Ja, ich wohne nicht umsonst in der Gouda. Man kann mit Tischen herum. Ecke Roquefort. Ja, wobei Roquefort ist gar nicht so toll. Also ist vielleicht irgendein Zelt, wo man rein kann? Irgendetwas, was offen ist? Oh, du willst ja jetzt nicht ernsthaft in jedes beschissene Zelt rein. Warte, Lumi, ich hab eine Idee. Nein, mich ab und auf weiter. Danke, ich hab die ganze Zeit schon mit dem Gedanken gespielt, aber ich hätte es nicht übers Herz gebracht. Nee, Mori kennt das schon, der verzeiht mir das und zahlt mir das zurück dann. Gut. Wie in den Kommentaren steht dann wieder, ihr habt das Secret übersehen. Sie wird ja, das gar nicht lesen. Weißt du ja jetzt, oh Gott, Entschuldigung. Dann weißt du ja jetzt, dass ich dran schuld bin, wenn das so ist. Ah. Schade. Da hinten ist was. Oh, da ist was. Guck mal, ein Secret. Schnauze. Offensichtliches. Ah, das ist so ein Totenkopf-Dingsbums, vielleicht helfen uns die dabei. Okay. Sieht nicht so aus, oder einer hat ein Pumpkin auf dem Kopf, das finde ich witzig. Aber stimmt, da hinten ist W und A. Ja, eben deswegen, ja. Vielleicht einer W, einer A. Oh, Kacke! Es ist Diablo! W. Ich bin tot. Au, W. Alex. Du bist der Letzte. Was? Ja. Sag mir doch einer was! Das hab ich nicht mal realisiert. Dann guck halt mal. Oh shit, ich bin schon wieder weg. Das tat weh. Der heilt sich die ganze Zeit. Ja, weil er der hat irgendwie so einen Arkan, irgendwas oder so, ich weiß nicht. Oh Gott. Ich bin immer noch tot, Alex. Was tun die? Ja, sag doch was, ihr Pfeifen! Ja, guck doch nach! Ja, ich seh's nicht, ich bin mit Wegrennen beschäftigt! Ich bin tot. Rose, du bist schon wieder der Letzte. Oh, Kacke. Wieso greifen mich die Viecher an? Schnell. Ja, weil du der Letzte bist, der lebt. Ja, aber wieso greifen die mich an? Ich dachte, das sind meine Viecher. Okay, also der heilt sich durch Arkan. Wir müssten ihm mit Leben Schaden machen. Mach doch mal eine Arkan-Bombe dazu. Okay, nee. Ich hab mich geopfert. Belebt mich wieder. Ich bin auch tot. Balbo? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ausgeflogen, oder? Spiel glitscht aus. Oh ja, bei mir glitscht es auch. Ja. Was ist das für ein Kampf? Ficke. Können wir den überspringen? Arok aus Hell, wie sinnig. Ja, ich glaube, wir müssen an der Stelle mal neu starten, oder? Wie der die ganze Zeit noch auf mich einschlägt. Kannst du irgendwie WA-Alert, hast du irgendwas? Nö, wir müssen echt raus. Warte, ich mach das mal. Ey, boah. Start mal neu. Ich kann das nicht mal. Okay. Muss echt komplett neu starten. Echt? Ich kann verlassen zumindest. Mit Escape. Dann hat es mein Internet auch wohl geschnitzelt. Ah, wieso redest du noch mit uns, wenn dein Internet geschnitzelt ist? So. Oh mein Gott, wir sind wieder da! Und er ist ich tot? Ich bin raus! Was? Toll, lad mich wieder ein. Ich hab die Axt freigeschaltet, yes! Hehlaxt! Ja. Gott sei Dank ist Magika nicht buggy! Yes! Lumi stirbt, der Gegner stirbt. Wir kommen Success weiter.